Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Thief. Ja, ich nehme direkt im Anschluss auf zu der letzten Folge und mache direkt auf Fortfahren. Die letzte Folge ist ja einiges passiert, also zu viel auch besser erklären, guckt euch die am besten an. Schaukästen aktualisiert. Etwas später. Alter Finne, was ist denn letzte Folge alles passiert? Hammer, was alles passiert ist. Und direkt muss ich wieder Timer anmachen. 20 Minuten reicht ja. Und ja. Wow. Direkt weiter. Etwas in dir ist anders, Kind der Schatten. Die Balance der Urkraft ist weg. Sie hat mit dir gesprochen, doch du hast nicht zugehört. Du meinst Aaron. Der Unfall erfüllte sie nicht nur mit Urkraft, sondern mit der Stadt selbst. Stirbt sie, solange die Urkraft in ihr ist, stirbt auch die Stadt. Sie wird vergehen, als hätte sie nie existiert. Der Baron dachte, mit allen Teilen kann er ihr die Urkraft entreißen. Mit allen Teilen? Ja. Und du hast das Fehlende gesehen. Denk nach. Orion. Du musst in die Kathedrale. Sobald du Orion das fehlende Teil gestohlen hast, musst du Aaron von der Urkraft befreien. Ohne sie zu töten. Deine Stadt braucht dich, Garrett. Ich bin kein Heiland. Diese Stadt und ihre Bewohner machen dich aus, Garrett. Um allein zu sein, brauchst du etwas, das du meiden kannst. Gruselige alte Dame. Also wahrscheinlich, okay, es dauert anscheinend doch noch was. Wir müssen noch das dritte Urkraftteil finden. Ja. Aaron lebt also immer noch. Also ich habe gedacht, die wäre an einem Tag nicht gestorben, sondern später halt durch Folter und sonstiges und blibablub. Aber sie lebt anscheinend immer noch. Wow. Okay. Werden wir mal gucken, ne? Die Kathedrale steht im alten Viertel. Sie ist verlassen, seit die Leute zurückdenken können. Verändert euch für immer. Es ist nicht zu spät, Freunde. Und kommt zu uns. Die Stadt verändert sich. Ein neues Zeitalter dank Orion. Das Wetter schlägt um. So, quetsch mich mal wieder hier durch. Quetsch, 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 quetsch und quetsch. Der Schlag soll also nur bewusst verschlagen und keinen weiteren Schaden anrichten. Ein Hinweis. Alter, das brennt echt überall. Da sind Wachen. Ist mir egal, ich geh einfach durch. Es ist Zeit, dass alle Hoffnungsvollen von den Götzen umarmt werden. Werden wir Orion sehen? Kapitel 7, die verborgene Stadt. Möchtest du dieses Kapitel beginnen? Ja, komm. Direkt rein ins Kapitel. Natürlich. Der Baron sagte, der letzte Teil des Urkraftsteins wäre in meinem Auge. North Crest noch übler als seine Stadt. Bruder gegen Bruder. Offenbart Orion Aldous doch einen Plan. Falls er wirklich ein Mittel gegen die Schwermut gefunden hat, muss es etwas mit der Urkraft in Aaron zu tun haben. Und falls Orion versucht, damit die Stadt zu heilen, beschwört er etwas weit Schlimmes heraus.
Ich weiß nicht, wie schnell das weggeht, deswegen, ja. Kapitel 7, die verborgene Stadt. Tja, die Führung habe ich wohl verpasst. Wenn ich Orion seinen Irrtum klarmachen will, muss ich selbst einen Weg darunter finden. Würden diese Steine reden, dann wohl in Rätsel, wie die Königin der Bettler. Wie oft ist die Stadt schon gefallen und auferstanden? Sie hat mich nie dazu gebraucht. Ich gehe einfach mal ganz tief nach unten. Alter. Geht's nicht weiter? Scheint nicht. Schade, ich glaube, hier geht's weiter. Dann halt nicht, dann muss ich wieder hoch. Ach, da! Komm mal lang. Da steht einer. Kann das Feuer da ausmachen? Nö. Ungläubiger! Lauf! Oh, oh, oh. Schwester ist auch einer. Komm! Jetzt! Ich hab keine Nahrung mehr. Jetzt lauf. Ich weiß nicht wohin. Ja, ich bin tot. Na, ich weiß nicht mehr wohin. Oh, ich weiß nicht genau, wo ich hin muss. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich war da oben hin, so. Ach so, tja, die Führung habe ich wohl verpasst. Wenn ich Orion seinen Irrtum klar machen will, muss ich selbst einen Weg darunter finden. Würden diese Steine reden, dann wohl in Rätsel. Wie die Königin der Bettler. Wie oft ist die Stadt schon gefallen und auferstanden? Sie hat mich nie dazu gebraucht. Das ist voll komisch, das so zu machen irgendwie. Vielleicht komme ich ja hier besser durch, oder was? Lebt für sie oder sterbt mit ihr. Er ist da. Was nicht? Das solltest du dir mal ansehen. Du glaubst, dass du nichts zu befürchten. Mein Ober. Wie ich da nach oben komme. Kann den Fluss bis hierher richten. Schön konzentriert. Boah!
komme ich da hoch? Ne, komm ich nicht. Ich komme da gar nicht hoch. Du bist blind, Freund, wenn du denkst, in den Schatten bist du sicher. So, jetzt habe ich ein Problem. Das sind jetzt am besten. Jetzt muss ich mir was einfallen lassen hier. Gehe ich einfach nochmal runter und dann gucke ich mich nochmal hier genau um. Die habe ich ja noch gar nicht eingesammelt. So. Es muss doch irgendeinen Sinn haben, dass ich hier runterkomme, ganz ehrlich. Oh, meine Nase. Oh, fuck. Oh, ich muss gleich gießen, ey. Mist. Oh. So. Ich weiß echt nicht, wie ich da hinten hinkomme, um ehrlich zu sein. Also jetzt ist hier anscheinend wieder alles bewegt. Warte mal, da ist doch was. So, dann geh ich mal hier ran, mal gucken. Noch ein weniger. Glaube an das Fleisch, nicht an das Feuer. So. So. Mal gucken, was hier drin ist, was mir nützlich sein kann. Ach, ganz viele Pfeile, okay. Sägezahnfall, Erstickungsfall. Ich glaube, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Super, Snippen. Kann ich das irgendwie ausmachen? Nein. Definitiv nicht. Ich hätte zu gern den Dachfried. So, ein Fall gespawnt. Sonst auf dem Sack. Kurz ein Wasserfall. So, geht doch. Schön, dass ich jetzt auch gerade wieder so leise war. Ich war mich gerade ein bisschen konzentrieren und überlegen, was ich machen kann. So. So, Schloss knacken. So. So. Oh, Nahrung und Geld. Oder Gold. Ne, Münzen heißt es schon, also kann ich das Geld nennen. Ich muss zu der Rotunde, aber diese Plattform hat ihre letzte Last getragen. Mal sehen. Komm ich da hoch? Nee. Thank you.
Orion muss mit Aaron und dem Stein in der Rotunde sein. Ich bin fast da. Sowas gar nicht gut. Gar nicht. In solchen Abschnitten bin ich halt immer total schlecht. Ja, das kennen wir schon, also überspringe ich das mal kurz. Orion muss mit Aaron und dem Stein in der Rotunde sein. Ich bin fast da. 3 Minuten, sagt mein Tom. Wenn ich nicht aufpasse, hätte ich als Rattenfutter. Vielleicht ein Gläubiger. Komm heraus, Freund. Hab keine Angst. So, als wenn ich leise bin, dann bin ich mich halt am Konzentrieren. Ja, okay, hat alles geklappt. Also ich muss zum Aufzug, muss ich. Wie lange bis die Vorräte unten sind? Der Lift ist älter als das Viertel und genauso kaputt. Voll Orion selbst könnte ihn schneller machen. Sei vorsichtig, was du sagst, Freund. Ein Versorgungsaufzug, damit komme ich nach unten. Reicht nicht zurück. Da bewegt sich was. Du! Knie nicht so lang. Oh, warum geht nicht als Alter an? Hallo. Ich geh mal kurz an euch vorbei. Danke, danke. Entfesselt die Dämmerung. Der kann nicht mehr. Ah, die sind immer noch hinter mir. Ich bin bereit, mich zu bewegen. Nein, das ist ein Fall. Ich hasse so etwas. Mein Gott. Es tut mein Auge weh. Danke, Spiel. Super gemacht. Ja, du bist tot. Also erstmal nein. Gucken, wie viel Zeit haben wir noch. Na, ich kann die Aufnahme beenden. Ja, ich bin sehr schlecht in solchen Passagen, wie ihr merkt. Also so ist ja gar nichts für mich. Aber naja, das schaffen wir schon in der nächsten Folge. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ciao, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Eure Bloody. Ciao.